Christine Schleich, heute den zweiten Platz geholt. Wie ist es dir insgesamt ergangen beim Rennen heute? Also es war so, ich war die Woche leider sehr krank. Ich bin mit Fieber im Bett gelegen. Normalerweise hätte ich daheim bleiben müssen, aber ich habe mir gedacht, ich möchte einfach das dritte Rennen noch fertig machen und habe mir fest vorgenommen, dass ich heute nur eine gemütliche Skitour gehen darf, also ganz langsam machen, dass ich mir nicht weiter was hole und dass ich fit bin für nächste Woche. Gelangt hat sowieso und ja, ich habe einfach aufpassen müssen und halt langsam da müssen. Hast du also heute die Strecke auch ein bisschen mehr genießen können letztlich, was das Wetter auch betraf? Ach, genießen tue ich eigentlich immer. Ja. Wie waren die Verhältnisse? Zum Gehen ganz gut. Die Abfahrt, die war nicht ganz leicht. Der Buchasch hat aufpassen müssen. Aber insgesamt haben sie das toll organisiert und wirklich das Beste draus gemacht. Jetzt hast du alle drei Rennen auch bestritten. Ja. Insgesamt Gesamtsiegerin in deiner Altersklasse geworden. Ja, und also nicht nur meine Altersklasse, sondern wenn man die drei Zeiten zusammenzählt, dann bin ich ganz insgesamt genau eigentlich Gesamtsiegerin. Genau. Genau. Wenn du jetzt die drei Rennen Revue passieren lässt, welches war das Beste für dich? Gut, man konnte nicht das Beste sagen. Es waren alle drei Rennen super Rennen, alle drei verschieden. Von den Anforderungen her auch, ist alle drei, die haben gut miteinander harmoniert und es war insgesamt eine ganz tolle Veranstaltung. Also die drei Rennen miteinander echt super, super organisiert und haben wirklich sehr viel Mühe sich geben und das Beste aus den Verhältnissen, aus dem wenigen Schnee gemacht. Wie wird es denn dann jetzt für dich weitergehen? Bist du nächste Woche dabei bei der Deutschen Meisterschaft? Ja, möchte ich auf jeden Fall. Also ich muss jetzt die Woche schauen, dass ich ganz gesund werde. Und dann ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche. Ich hoffe, dass ich ganz gesund bin und dann starte ich. Aber ich starte nächste Woche wirklich nur, wenn ich ganz gesund bin. Ja, letztlich ist nächste Woche das Ganze ja auch nochmal eine Tour anstrengender. Ja, natürlich. Heute. Es ist eine Ecke mehr und ich freue mich drauf. Kannst du schon was zu der Strecke sagen, die nächste Woche wahrscheinlich auf dich zukommen wird? Ja, also ich kenne sie mal. Das ist Lamsenlauf, wie sie jetzt gesagt haben. Und Zischkel, es geht anscheinend leider nicht. Ja, wir müssen einfach anschauen, was die Woche das Wetter macht, was der Schnee macht, Lawinenlage. Die machen bestimmt das Beste draus. Wenn du denn dann nächste Woche fit sein solltest und am Start bist, worauf willst du denn dann am meisten ankommen, um da zu bestehen? Es kommt auf alles an. Man muss gut aufsteigen und letztendlich auch gut abfahren. Bei den Wechsel fix sein. Also es ist alles gefragt. Der Wechsel, der Aufstieg, der Abfahrt. Es ist der komplette Skibergsteiger sozusagen gefragt. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob wir dich dann nächste Woche sehen. Wünschen dir auf jeden Fall erstmal gute Besserung. Danke. Und dann viel Erfolg, wenn es dazu Vielen kommt Dank. Heute. Dankeschön. Super.